Lieber Herr Steiner, lieber Herr Prinz, ich danke Ihnen beiden herzlich für die Einladung an dieses schöne Haus und die freundliche Vorstellung. Es freut mich wirklich sehr, dass ich heute hier zu Ihnen sprechen darf, weil unser Institut in Frankfurt wirklich auch ein genuin interdisziplinäres Programm hat. Ich deshalb auch weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist und insofern die Solidarität zu Ihnen hier groß ist und ich auch denke, eine entsprechende Hörerschaft zu haben. Ich nehme auch an, dass Sie sich wahrscheinlich alle für Musik interessieren, dass Sie Musik hören und deshalb vielleicht auch mit der Neugier heute hergekommen sind, ob ich Ihnen ein bisschen erklären kann, warum Sie hören, was Sie hören. Denn das ist die Frage, die ich heute mit Ihnen bedenken will. Würde ich Sie jetzt mal fragen, warum Sie hören, was Sie hören, würden Sie wahrscheinlich sowas antworten wie: weil ich die Musik eben mag, weil sie schön ist, weil sie gut ist. Dann könnte unsere Frage also auch lauten, warum wir mögen, was wir mögen. Dass die Antwort darauf jetzt nicht einfach, auch wenn Sie sagen, weil die Musik schön oder gut ist, in der Qualität der Musik selbst liegt, ist evident und altbekannt, denn sonst müssten wir am Ende im Grunde alle dasselbe mögen und hören, jedenfalls wenn wir so weit vielleicht gemeinsam ausgebildet wären, dass wir dieselben Kriterien haben, wissen, wann Musik gut, wirklich gut oder wirklich schlecht ist. Meinem Vortragstitel können Sie schon entnehmen, dass die Antwort so einfach nicht ist, dass die Gründe dafür, warum wir etwas mögen, hören, nicht nur in den musikalischen Eigenschaften liegen, sondern offenbar in den Eigenschaften der Personen, die die Musik hören, also von Ihnen allen. Sie könnten aber auf die Frage, warum Sie hören, was Sie hören, auch antworten mit einem Satz wie: weil sie mich entspannt, weil sie mir die Zeit vertreibt, mich zum Tanzen anregt oder für eine gute Stimmung in einer bestimmten Situation sorgt. Kurz, weil sie eben in einem Moment in dieser Situation eine bestimmte Funktion erfüllt. Da hat dann unsere konkrete Musikauswahl vielleicht gar nicht mehr primär mit unserem Geschmack zu tun. Ich erlebe es beispielsweise immer wieder, dass in bestimmten geselligen Kontexten Personen, die es sonst weit von sich weisen würden, Schlager zu mögen, ihn doch hören und dabei auch ganz fröhlich sind. Insofern ist die Frage nach dem Hören tatsächlich eine nach dem Mögen wie nach dem Hören, also nach den konkreten Situationen und Verhaltensweisen. Unser Thema fällt daher heute in den Bereich der Präferenz und der Geschmacksforschung. Das sind zwei Begriffe, die oft synonym miteinander verwendet werden, auch in der Forschung. Mein geisteswissenschaftlicher Hintergrund führt dazu, dass ich ein bisschen pingelig bin, wenn es um Begriffe geht, und ich finde, man sollte die beiden trennen. Und werde das deshalb hier im Folgenden wie folgt verwenden, dass ich mit Geschmack grundsätzliche Einstellungen zur Musik meine, generelle Vorlieben, auch Abneigungen. Und mit Präferenz meine ich ein situatives Verhalten, eben im Wortsinne das Vorziehen einer Art von Musik vor einer anderen. Ohne dass damit dann auch immer gleich gesagt ist, dass man das, was man vorzieht, tatsächlich mag und das, was man nachstellt, nicht mag. Um dafür mal ein Beispiel zu geben, dass es ein bisschen klarer wird: ich kann jetzt grundsätzlich eher klassische Musik mögen und Schlager primitiv und verlogen finden, mich, wie eben gesagt, in der konkreten Situation einer feuchtfröhlichen Feier, aber doch dafür entscheiden, jetzt Schlager und kein Streichquartett von Brahms zu hören. Das wäre genauso ein Unterschied zwischen Geschmack und Präferenz. Dass die Einstellungen von Menschen zu einer Sache und ihr Verhalten in Bezug auf diese Sache oft nicht homogen sind, hat die Psychologie bereits für etliche Bereiche erforscht. Sie kennen das auch. Die meisten Menschen wollen sich gesund ernähren. Wenn man dann aber so direkt auswählen muss, was man jetzt in diesem Moment isst, zieht man vielleicht doch das Fettige und Süße dem Salatblatt vor. In Bezug auf die Musik kann ich Ihnen für diese Diskrepanz auch gleich ein erstes Ergebnis aus meinen eigenen Forschungen dazu zeigen. Ich habe im letzten Jahr die, wie mir bislang scheint, tatsächlich erste repräsentative Umfrage zum Musikgeschmack in Deutschland durchgeführt. Und wir haben dabei
neben vielen anderen Dingen erstmal gefragt, welche der folgenden Musikrichtungen mögen Sie wie sehr. Etwas später kamen dieselben Musikrichtungen noch vor, aber nicht mit der Frage, wie sehr mögen Sie die, sondern wie häufig hören Sie die. Jetzt würde man ja erwarten, wenn Geschmack vollständig Verhalten voraussagt, würden die Werte im Grunde identisch sein. Das Ergebnis sieht aber so aus. Unten haben Sie die Musikrichtung, nach denen wir gefragt haben. Der rote Balken ist immer der nach dem Mögen. Der Durchschnittswert jetzt für alle unsere 2000 Teilnehmer. Der gelbe ist der der Hörhäufigkeit. Und Sie sehen, in allen Fällen ist der etwas bis dramatisch viel kleiner. Also irgendwie mögen die Menschen relativ viel, hören tun sie nur wenig. Sie sehen hier nebenbei auch gleich, was die drei beliebtesten und am häufigst gehörten Musikrichtungen in Deutschland sind: Pop, Rock und Schlager. Das insgesamt Spannende an der Geschmack- wie an der Präferenzforschung sind die Unterschiede zwischen den Menschen. Und das sind dann eben nicht nur Unterschiede zwischen Einstellungen und Verhalten, sondern eben Unterschiede zwischen Individuen, die sich damit verbinden, zwischen kulturellen und sozialen Gruppen, die man alle zwar bis zu einem gewissen Grade wenigstens erklären kann, aber durch noch kein so striktes ästhetisches Regime homogenisieren. Ich kann Ihnen jetzt am Ende dieses Abends nicht einreden, was Sie eigentlich mögen müssten. Und zweitens sind es die verschiedenen Funktionen, die Geschmack gerade aufgrund seiner Unterschiede sozial oder kulturell erfüllt. Auch dafür will ich Ihnen ein Beispiel geben. Vielleicht kennen Sie den Film Lieben Sie Brahms, Aimez-vous Brahms, von Anatole Litvak aus den frühen 60ern nach einem Roman von François Sagan. Da gibt es tatsächlich eine Szene, in der diese Frage gespielt wird, und zwar von Anthony Perkins, von dem wir heute alle immer Angst haben, weil er ja an Psycho gespielt hat, der in Ingrid Bergman verliebt ist. Und in diesem Moment, Sie kommen gerade an den Konzertankündigungen der Salle Pleyel in Paris vorbei, ihr die Frage stellt, ob sie Brahms liebt, weil er in engeren Kontakt mit ihr treten will und denkt, ein Konzert wäre dafür vielleicht nicht der schlechteste Rahmen. Letztlich will er aber mit dieser Frage im Grunde eine Liebesbeziehung anbahnen, also nicht einfach nur etwas über ihren Musikgeschmack wissen. Zugleich präsentiert er sich ihr mit der damit verbundenen Konzerteinladung als ein Mann mit Geschmack, als jemand, der den kulturellen Code seines Standes perfekt beherrscht und auch die finanziellen Ressourcen hat, um ihn auszuüben. Er kann eben zwei Konzertkarten kaufen. Mit der Wahl jetzt ausgerechnet von Brahms und nicht einfach nur der klassischen Musik allgemein, macht er darüber hinaus aber auch eine persönliche, vielleicht geradezu intime Aussage über sich selbst und wagt damit zugleich auch eine Vermutung über den Geschmack der Umworbenen und damit wiederum implizit auch über ihre Persönlichkeit. Seine Hoffnung ist natürlich, dass sie in ihm durch Brahms einen Gleichgesinnten erkennt und sich schließlich auch in ihn verliebt. Und das klappt dann tatsächlich auch erstmal in diesem Film. In der Musikgeschmacksforschung geht es, wie gesagt, unter anderem um die Gründe dafür, dass eine spezifische Person eine Beziehung zu einer bestimmten Musik aufbauen kann oder auch nicht. Wir haben es also eigentlich mit einer Frage nach einem Verhältnis zu tun. Warum mag Person A Musik X, aber nicht die in ihren musikalischen Eigenschaften vielleicht gar nicht so unähnliche Musik Y oder Z? Und warum hört sie dann auch da, und oder ist das überhaupt der Fall, hört sie dann auch tatsächlich Musik X oder vielleicht dann doch noch ganz was anderes und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen Personeneigenschaften irgendwie zu den Musikeigenschaften in ein Verhältnis setzen. Und Eigenschaften der jeweiligen Hörsituation kommen dann noch erschwerend und komplizierend hinzu. Welche Personeneigenschaften das jetzt sein können und mit welchen Musikeigenschaften sie jeweils in einer positiven Beziehung stehen oder stehen können und inwiefern das bestimmte Situationen noch verstärken oder auch hintertreiben, das will ich Ihnen hier heute im Folgenden versuchen darzulegen. Ich greife dafür sowohl auf umfangreiche soziologische wie psychologische Forschung hinzu, als auch auf Projekte, die bei uns im Institut aktuell laufen. Geschmack, um es mal mit einer Definition zu versuchen, lässt sich vielleicht am besten beschreiben als ein verfestigtes Präferenzschema oder auch eine Auswahlroutine,
basierend auf früheren Urteilen und Erfahrungen und verbunden mit Belohnungs- und Identifikationsaspekten. Er setzt voraus, dass es überhaupt ein auf spezifische und irgendwie bedeutsame und interessante Weise ausdifferenziertes Angebot gibt, aus dem wir auswählen können, wollen und vielleicht sogar müssen. Wenn alle Musik mehr oder minder gleich ist, macht Geschmack keinen Sinn. Und er entfaltet bzw. kristallisiert sich entlang von Kategorien und Klassifikationen, die von den Objekten, in unserem Fall den Musikstücken, Praktiken und Diskursen vorgegeben werden. Die Folgen einzelner Wahlentscheidungen, also hat uns das gewählte Objekt gefallen bzw. genützt, waren wir mit der Wahl zufrieden, sind uns Nachteile daraus erwachsen, also die Folgen dieser Wahlentscheidung, eine konkrete Musik zu hören, werden dann bewertet und gemerkt und bestimmen, beschleunigen und homogenisieren zukünftige Auswahlhandlungen. Die bevorzugten, wiederholt rezipierten Objekte werden uns dann vertraut, bis wir uns vielleicht sogar mit ihnen identifizieren. Einen möglichst individuellen Geschmack zu haben, gerade auch in Bezug auf Musik, gilt heute, wenigstens in den westlichen Gesellschaften, durchweg als schick, ja vielleicht geradezu als Muss, als notwendig. Etwas pauschal gesagt, hängt das letztlich mit dem insgesamt hohen Individualisierungsgrad oder doch wenigstens Individualisierungsideal zusammen. Musikgeschmack, das werden Sie von sich selbst kennen, ist ein beliebtes Gesprächsthema. Gerade auch dann, wenn man sich gerade erst kennenlernt, weil man offenbar vermutet, dass man etwas über den anderen lernt, wenn die Person etwas über ihren Musikgeschmack preisgibt. Das heißt aber auch, Musikgeschmack kann polarisieren und er bestimmt namentlich bei Jugendlichen die Auswahl von Freunden und Bekannten und sortiert so soziale Gruppen. Damit geht einher, dass das Entscheidende am Geschmack nicht mehr so sehr seine konkreten Inhalte und Begründungen sind, sondern deren Qualität und Relation. Ein Geschmack soll seinen Träger, seine Trägerin eben irgendwie identifizieren. Er soll also eben zu einer Person passen und sich und damit den Träger von anderen Personen unterscheiden. In der Diskussion darüber standen seit dem 18. Jahrhundert, und Sie werden überrascht sein, älter ist das Konzept des Geschmacks überhaupt nicht. Also in der Diskussion darüber standen sich im Grunde zwei Positionen gegenüber, die Sie im Wesentlichen auch kennen. Entweder hing man einer normativen Idee an und glaubte an den Unterschied von richtig und falsch, guten und schlechten Geschmack, oder man hielt sich an das geflügelte Wort, dass man über Geschmack nicht streiten könne und Schönheit im Auge des Betrachters oder auch im Ohr der Hörerin liege. Als Forscher argumentieren wir heute natürlich nicht mehr mit einem wertenden Geschmackskonzept, sondern beschreiben lediglich wertfrei Einstellungs- und Verhaltensunterschiede und wie gesagt deren Gründe und Funktion. Diese Beschreibungen beziehen sich jetzt allerdings auf eine Gesellschaft, eben die unsere heutige, die sehr wohl noch mit dem distinktiven und wertenden Konzept des Geschmacks operiert. Wir erhalten also in Befragungen und Beobachtungen meist objektbezogene Argumente für oder gegen eine bestimmte Musikform und versuchen diese dann zurück in subjektbezogene Faktoren zu übersetzen. Ich werde Ihnen das heute an drei Kapiteln vorführen. In einem ersten werde ich mal ein bisschen darüber nachdenken, ob es sowas wie eine biologische Basis des Geschmacks gibt. Denn wenn das Konzept des Geschmacks, wie ich gerade gesagt habe, etwas historisch Gewordenes und kulturell Bedingtes ist, folgt daraus ja erstmal, dass wir nicht einfach biologisch damit ausgerüstet sind. Geschmack ist vielmehr eine kulturelle Praxis, die nur unter bestimmten Bedingungen entsteht und dann Sinn macht. Dennoch denke ich, dass dem Geschmack, und das ist wie gesagt das Urteilen, das Wählen, das Vorziehen, dass ihm Prozesse und Verhaltensweisen zugrunde liegen, die durchaus zu unserer basalen kognitiven und Verhaltensausstattung gehören. Die fünf folgenden Punkte scheinen mir dafür geeignete Kandidaten zu sein. Da wäre erstens die Tatsache, dass wir Sinneswahrnehmungen nie nur auf ihre Informationen über die Umwelt, die sie uns vermitteln, hin wahrnehmen, sondern immer auch gleich beurteilen. Und zwar offenbar sowohl inhaltlich als auch in Bezug auf ihre ja letztlich rein sinnlichen, letztlich also ästhetischen Eigenschaften. Das Ergebnis ist dann sowas wie ein Lust- oder ein Unlustgefühl. Also ich sehe hier einen Raum
Den nehme ich als Raum wahr, aber irgendwie hat er auch noch ästhetische Eigenschaften, die seine Funktion irgendwo transzendieren. Und den finde ich dann schön oder nicht schön, das ist das Lust- oder Unlustgefühl. Und dieses Lust- oder Unlustgefühl löst seinerseits eine Annäherungs- oder eine Abstoßungsreaktion hervor. Im schlimmsten Fall verlassen wir den hässlichen Raum fluchtartig. Sprich, in Bezug auf Musik, wenn uns etwas gefällt, wollen wir es weiterhören oder immer wieder hören. Wenn nicht, machen wir einen Bogen um das Stück und vielleicht sogar um die ganze Musikrichtung, zu der es gehört. Gerade der besonders hohe Grad an Genuss, der mit gemochten Musikstücken einhergeht, dürfte auch verantwortlich sein für die Leidenschaftlichkeit in Geschmacksdingen und für deren großes Identifizierungspotenzial. Neurowissenschaftler haben zeigen können, dass die Lust beim Musikhören sich in denselben Hirnregionen niederschlägt oder repräsentiert ist, die eigentlich für Lustreaktionen auf überlebensnotwendigere Reize wie Essen und Liebe machen zuständig sind. Wie es jetzt ein so artifizieller und eben überhaupt nicht überlebensnotwendiger Reizkomplex wie Musik geschafft hat, sich hierzu Zugang zu verschaffen, ist durchaus eines der großen Rätsel der evolutionstheoretischen und neurobiologischen Musikforschung. Erst aus dieser tiefgreifenden emotionalen Involvierung jedenfalls dürfte sich die hohe Funktionalisierung von Geschmackspraktiken und Diskursen in individuellen und sozialen Zusammenhängen erklären lassen. Zweitens, wir vergleichen Objekte, die zur selben Oberkategorie gehören, automatisch miteinander und bringen sie in eine meist hierarchische Anordnung. Wir beurteilen sie also als besser oder schlechter. Das geschieht jetzt auf der Basis von Ideen, kognitionspsychologisch gesprochen aufgrund von Prototypen, die wir aus früheren Wahrnehmungen von Objekten eben dieser Klasse gebildet haben. Ein Prototyp ist also so etwas wie eine Art mitwachsendes Ideal, das sich freilich von Person zu Person mehr oder weniger unterscheidet, das sich ja aus jeweils anderen Erfahrungsinhalten zusammensetzt. Und je genauer jetzt ein neuer Wahrnehmungsinhalt diesem unserem individuellen Prototypen entspricht oder ihn gar noch verbessert, als desto höher schätzen wir ihn ein. Das ist ebenfalls in Studienvielfalt vielfach gezeigt worden, ganz unabhängig von der Musik. Also ein basaler Mechanismus. Drittens, wir neigen zur Automatisierung und Habitualisierung von wiederkehrenden Aufgaben, um kognitive Ressourcen zu sparen. Hat sich also eine einmal getroffene Wahl in Geschmacksdingen bewährt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns beim nächsten Mal ähnlich entscheiden. Das führt dann zu einem sich selbst verstärkenden Prozess. Mit jeder Wiederholung wird auch der entsprechende Prototyp gestärkt und angereichert, was zugleich dazu führt, dass wir unsere Reaktion auf ein so und so geschaffenes Objekt immer zuverlässiger voraussagen können. Also immer besser wissen, was wir wählen müssen, um möglichst große ästhetische Lustgefühle zu erleben. Damit verbunden, mit diesem Zusammenhang verbunden, ist jetzt wiederum eine neurowissenschaftliche Theorie, nämlich die für die Präferenz von Prototypen. Je typischer ein wahrgenommener Reiz, desto größer ist eben die mit seiner Wahrnehmung auch verbundene Lust, nicht nur die Wiedererkennbarkeit. Dem steht jetzt, um mal auf die Produzentenseite zu wechseln, der Mechanismus beständiger Ausdifferenzierung gegenüber. Ein Mechanismus, der zunächst einmal wiederum ein fundamentales Evolutionsgesetz ist, das Adaption und Zuchtwahl gleichermaßen bestimmt. Bei den Menschen dann aber auch offenkundig zur Basis kultureller Ausdifferenzierung wurde. Imitatio, also die Bestätigung von Prototypen, die Nachahmung, die getreuliche, geht offenbar bei Menschen immer schon mit Emulatio, deren kreativer Weiterentwicklung oder gar Überbietung einher. Doch je mehr jetzt auf Produzentenseite ausdifferenziert und häufig genug auch überproduziert wird, desto notwendiger muss zur Entlastung auf Rezipientenseite wiederum selektiert werden. Wir können nicht alles hören. Und habitualisierte Auswahlroutinen, die relativ erfolgversprechend sind, die helfen uns dabei. Führen wir uns, das war jetzt etwas kompliziert vielleicht, uns das einmal am konkreten Beispiel der Musik vor Augen. Wir leben hier in einer Kultur, die ästhetische Objekte generell, sogenannte Kunstwerke im Besonderen, einer Qualitätshierarchie unterwirft. Die sind nicht alle gleich gut. Es ist für uns also selbstverständlich, ja beinahe ein Automatismus, ein Stück Musik, das wir hören, als gut oder schlecht, besser oder schlechter zu bewerten und uns zu fragen, ob wir es mögen oder nicht mögen.
Diese Bewertung und Beurteilung nehmen wir eben aufgrund der Musik vor, die wir früher gehört haben, die uns gefallen oder nicht gefallen hat. Hinzu kommen aber auch noch kulturell vermittelte Normen. Im Bereich der Klassik wäre das etwa so etwas wie, dass Komplexität besser ist als Simplizität. Nun hören wir beispielsweise das erste Mal ein Stück von Brahms und es gefällt uns. Stehen wir denn das nächste Mal vor der Wahl, ein weiteres uns noch nicht bekanntes Stück von Brahms oder aber ein uns ebenfalls nicht bekanntes Stück eines gänzlich unbekannten oder uns noch unbekannten Komponisten zu hören, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass wir uns für Brahms entscheiden. Der hat ja schon mal funktioniert. Wenn das denn wieder klappt, wir ihn also wieder mögen, werden wir wahrscheinlich zu Brahms-Liebhabern. Wenn nicht, ändern wir unsere Auswahlroutine entsprechend. Immerhin haben wir in einer solchen Situation dank dieser wenigen Erfahrung schon einmal so etwas wie ein provisorisches Kategoriensystem für unsere persönliche Präferenzstruktur gewonnen, von dem wir uns wahrscheinlich auch leiten lassen, wenn uns das nächste Mal der Sinn nach dem Erwerb einer CD beispielsweise, so wir das noch tun, steht. Aber es ist für Spotify-Recherche noch viel dringlicher das Problem. Denn die Strategie, uns erst vorurteilsfrei sämtliche musikalische Neuerscheinungen anzuhören, um dann daraus das wirklich für uns schönste Stück auszuwählen und zu kaufen, die funktioniert nicht. Das ist klar. Die Zeit haben wir schlicht nicht. Das heißt dann aber, fünftens auch, dass wir in solchen Fragen bereit sind zu kompromissen. Wir akzeptieren, dass es vielleicht irgendwo im bunten Kosmos der Musik Stücke gibt, die wir mindestens ebenso wunderbar fänden wie die uns schon bekannten. Aber da wir weder bereit noch in der Lage sind, über Gebühr lange nach ihnen zu suchen, bleiben wir bei dem, von dem wir schon wissen, dass es funktioniert. Das war mal das erste Kapitel. Im zweiten will ich jetzt der Frage nachgehen, wie es denn zu Präferenzen und Geschmäckern eigentlich kommt. Denn die eben aufgezählten Kandidaten für kognitive Mechanismen und entlastende Verhaltensweisen, die hinter oder unter Geschmackspraktiken liegen, finden wir jetzt in den bislang existierenden Theorien und auch Erkenntnissen zur Herausbildung von Geschmack und seinen Faktoren wieder. Ich will Ihnen das im Folgenden mal in Form eines Modells von Mengen und Teilmengen versuchen anschaulich zu machen. Und den dazwischenliegenden Filtern und entwerfe Ihnen dabei jetzt mal als ein Beispiel von vielen möglichen einen idealtypischen Brahms-Hörer. Wir haben auf der einen Seite den individuellen Musikgeschmack einer Person X, beispielsweise an klassischer Musik im Allgemeinen, Brahms im Besonderen. Demgegenüber steht sämtliche bis zu diesem Tage je von Menschen gemachte, komponierte, aufgeführte und aufgenommene Musik unendlich viel. Und die Frage, die wir jetzt beantworten müssen, wie kommt es dazu, dass aus diesem unendlich großen Universum etwas ausgewählt wird, was den Inhalt des Musikgeschmacks unseres Brahms-Hörers wird? Welche Filter spielen da eine Rolle? Ich führe Ihnen jetzt immer erst eine These zum prototypischen Brahms-Hörer vor und füttere die dann mit der entsprechenden Forschung dazu. Meine erste These zum Brahms-Hörer lautet so: Ein Brahms-Liebhaber ist ein Europäer oder Nordamerikaner, mit etwas geringerer Wahrscheinlichkeit ein weißer Südamerikaner, vielleicht auch ein Ostasiate. Denn etwas mögen heißt mit etwas in Kontakt gekommen sein. Der erste Filter ist damit die Speicherung und Verfügbarkeit. Wenn es von irgendwelcher Musik keine Noten, keine Aufnahme gibt, kann ich sie nie hören und sie auch nicht mögen. Das ist trivial. Der zweite Filter ist der kulturelle. Die Enkulturation, also das Aufwachsen eines Individuums in einer bestimmten Kultur, seine Prägung durch diese Kultur, wären eben dieser zweite Filter. Auf dieser Ebene werden ganz grundlegende Präferenzstrukturen gebildet, die wesentlich auf den kognitiven Prozessen des impliziten, sogenannten statistischen Lernens beruhen. Wir alle hier, soweit ich das sehe, ob Brahms-Hörer oder nicht, haben potenziell ausschließlich Zugang zu den Repertoires der westlichen Kunstmusik, zu Resten und Derivaten regionaler Volksmusiken sowie zu den Stilen der europäischen und angloamerikanischen Popmusik. Die fußen alle auf einem gleichschwebenden Tonsystem, der Dur-Moll-Harmonik, bestimmten Melodie- und Formmodellen,
bestimmten Instrumentarium und den damit verbundenen Klangfarben, auf Gesangstechniken und so weiter und so fort, also einer großen Menge musikalischer Eigenschaften und den für diese geltenden Bedeutungsbeurteilungs- und Kategoriensystem. Enkulturation, das ist also letztlich nichts anderes als das Erlernen einer musikalischen Muttersprache. Und ähnlich wie Wortsprachen wird es dann auch mit zunehmendem Alter schwieriger, eine einem kulturell völlig fremde Musik so zu lernen, dass man sie intuitiv versteht. Die zweite These. Ein Brahms-Liebhaber entstammt der oberen Mittel- bis Oberschicht und oder hatte eine überdurchschnittlich gute Ausbildung, die sich heute in einer entsprechenden sozioökonomischen Stellung niederschlägt. Mit anderen Worten, unser nächster Filter ist die Sozialisation. Die greift jetzt innerhalb der Kultur, in die wir geboren werden, und beruht jetzt auf deren sozialer Stratifizierung in Klassen, Schichten, Ethnien einerseits, zunehmend heute auch Milieus und selbstgewählten Lebensstilen andererseits. Selbst naturnahe Gesellschaften haben schon sowas wie eine Ausdifferenzierung ihres musikalischen Repertoires nach Geschlecht, Alter und sozialer Funktion. Für so hierarchisch organisierte, komplexe Gesellschaften wie die unsere gilt dann erst recht, dass jede soziale Gruppe über eine bestimmte, in Gattungen, Ästhetik und Funktion spezifische Musik verfügt. Inhalte, Machart, Aufführungspraktiken und aufgewendete Ressourcen sollen dabei jeweils eine treue Repräsentation, also wirklich ein Abbild der jeweiligen Gruppe in Form ihres sozioökonomischen Status und ihres Selbstbildes sein. Es ist also nicht beliebig, welche Musik von welcher Gruppe gehört wird. Irgendwie muss es da eine Art von Abbildungsbeziehung geben. Ähnlich nun wie die Enkulturation läuft auch die Sozialisation zunächst weitgehend implizit ab und ist schlicht durch die Lebenssituation unserer Eltern und unserer uns als Kinder umgebenden sozialen Kontextes vorgegeben. Durch die vorhin angedeuteten Mechanismen der Gewöhnung und des Gefallens am Gewohnten, durch den Zusammenhang von Verstehen und Mögen, den es gibt, sowie durch die Verknüpfung positiver Erinnerungen und identifikatorischer Assoziationen mit einem solchen Repertoire, wird unsere musikalische Einstellung nachhaltig zugunsten der für unser soziales Umfeld typischen geprägt. Sollten wir dann im späteren Leben durch Karriere oder früher auch Heirat in ein anderes soziales Milieu wechseln, geht das oft mit einer entsprechenden Anpassung von Präferenzstrukturen einher. Wir beginnen dann also das zu mögen oder wenigstens zu hören, was uns und anderen unseren neuen Status auch möglichst deutlich vor Augen stellt, besonders wenn es sich um einen Statusaufstieg handelt. Und die Konzertkarte für die Berliner Philharmonie kann dann durchaus ein Äquivalent zum teuren Mercedes sein. Es gibt eine klassische Theorie zu diesem Zusammenhang von Schicht und kulturellen Präferenzen und das ist die von Pierre Bourdieu in seinem Buch Die feinen Unterschiede auf Deutsch, so genannt von 1979. Im Französischen ist der Untertitel Eine soziale Kritik der Urteilskraft, was eine sehr deutliche Anspielung an Kants Kritik der Urteilskraft ist und macht sehr klar, dass für Bourdieu das ästhetische Werturteil, die Urteilskraft und damit auch der Geschmack, ausschließlich sozial bedingt sind und beinahe auch ausschließlich der sozialen Distinktion und Unterscheidung drehen, also eben der Manifestation und Reproduktion sozialer Unterschiede. Es ist eben eine Theorie der 70er. Herkunft hat für Bourdieu hier das größte Gewicht in diesem Zusammenhang. Er beschreibt aber auch Fälle wie die eben genannten, wo ein sozialer Umstieg, Aufstieg, eine Umorientierung des eigenen Geschmacks nach sich zieht. Und ich muss dann immer an den ja mittlerweile verblichenen Rudolf Mooshammer mit seinem Hündchen denken, der gerne nach Bayreuth ging, aber im Grunde nicht so dem typischen Wagnerianer entsprach. Das alles heißt aber implizit auch, dass sich das Mögen nur zu Teilen auf tatsächliche musikalische Eigenschaften bezieht, sondern ganz wesentlich auf deren symbolische, nämlich eben statusbezogene Assoziation. Dass jetzt Geschmacksaussagen und auch Praktiken nicht immer ganz ehrlich sind, sich ästhetische Urteile über dies leicht durch Zusatzinformationen und Autoritätenargumente manipulieren lassen, das lehrt dann auch die eigene Erfahrung und beweisen Experimente.
Wir in Frankfurt haben das bei uns gerade wieder jüngst in einer Studie gefunden, in der unter anderem eine Operneinleitung, also quasi eine Ouvertüre von Josef Mislivicic, ein heute kaum noch bekannter, aber zu Lebzeiten ziemlich erfolgreicher und angesehener Zeitgenosse von Mozart, also wo wir seine Opern-Ouvertüre mal als Stück von Mislivicic und mal als Komposition von Mozart ausgegeben haben. Sie raten, was rauskommt, wenn man denn hinterher fragt, wie gut hat Ihnen das eben gehörte Stück gefallen, sind tatsächlich die Durchschnittswerte bei der Zuschreibung an Mozart um einen Punkt auf der Skala höher gewesen als bei der Zuschreibung an Mislivicic, obwohl sie auch das noch mochten. Und wir haben nicht nur explizit nach Gefallen gefragt, sondern auch verschiedene Adjektive, die im Grunde mehr die Stücke und ihre Darbietung charakterisieren, beschreiben sollten. Und selbst da gab es bei den implizit evaluativen Beschreibungen wie interessant, kontrastreich, klangvoll oder so höhere Werte bei Mozart als bei Mislivicek. Und es war dasselbe Stück. Allerdings, das wird vielleicht viele Personen in diesem Auditorium freuen, diesen Effekt gab es nur bei Jüngeren und bei Personen mit einer geringeren musikalischen Expertise. Das heißt also, dass wir in unserem Urteil offenbar selbstständiger werden und selbst unseren eigenen Ohren mehr trauen mit zunehmender Lebenserfahrung. Auch in Deutschland bestätigen Studien immer wieder den Zusammenhang von Musikgeschmack und allen Geschmäckern mit der sozialen Stellung von Personen, mit dem sozioökonomischen und dem Bildungsstatus. Klassik, das ist jetzt trivial und bekannt, wird weit überwiegend von Status- und bildungshohen Personen rezipiert, während Schlager und volkstümliche Musik mit den niederen Schichten und oft auch einem nicht großstädtischen Lebensumfeld verbunden sind. Und vor allem kennen bei den weniger gebildeten Menschen größere Anteile sämtliche Arten von Musik nicht als bei den anderen. Also es ist nicht nur ein Mögensunterschied, sondern ein Kennensunterschied. Und das ist vielleicht das eigentlich Traurige an diesen Befunden. Allerdings ist die sogenannte klassische Musik längst kein kulturelles Muss mehr für die gesellschaftlichen Eliten. Das war es noch in den 70ern, vor allem in Frankreich, als Bourdieu geforscht hat. Man kann sich heute als Brahms-Liebhaber an einer Universität, in einer Klinik, Anwaltskanzlei oder Chefetage längst nicht mehr so sicher sein, dort auf andere Brahms-Liebhaber zu treffen. Auch andere Geschmäcker sind legitim für diese Art von Schicht. Mit diesen Veränderungen hängt auch zusammen, dass das Bourdieu'sche Geschmacksparadigma seit rund 20 Jahren Konkurrenz bekommen hat. Ergebnisse von Umfragen zum Musikgeschmack von US-Amerikanern, die allerdings auch wirklich anders sind als Franzosen, interpretierten die Forscher Richard Peterson und seine Kollegen dergestalt, dass der typische Angehörige der US-amerikanischen Elite zunehmend weniger dem Typus des in seinem Geschmack auf Klassik und Oper beschränkten Snobs angehöre, sondern abgelöst werde von einem musikalischen Allesfresser. Die Grafiken dazu sehen so aus: Die haben Personen auch wieder nach ihren Mögen einer ganzen Reihe von Musikstilen befragt, und vielleicht stärker als in Deutschland sind in Amerika bestimmte Stile wirklich sozial konnotiert. Und die haben die hier in drei Gruppen, eben Highbrow, Middlebrow und Lowbrow, eingeordnet und dann am Ende einfach gezählt, wie viele Stile dieser drei sozialen Strata Personen, die einer dieser sozialen Schichten angehören, denn mögen. Und es kam raus, dass die Angehörigen der Oberschicht durchschnittlich mehr Stile mochten, eben auch mehr Stile, die mit der Mittelschicht assoziiert waren, und selbst noch immerhin nicht weniger Stile der Unterschicht. Und das würde man jetzt nicht vermuten. Also Tendenz zur Breite des Geschmacks, nicht mehr zur inhaltlichen Korrelation einer Art von Stil mit einem sozialen Schicht, jedenfalls bei den Angehörigen der Oberschicht. Allerdings, Allesfresser ist denn doch ein etwas zu optimistischer Begriff, denn alles geht nicht. Einen deutschen Brahms-Fan, der auch auf die Wildecker Herzbuben steht, den wird man lange suchen müssen. Allerdings haben die Forscher hier zweifelsohne eine zentrale Verschiebung innerhalb der geschmacksbestimmenden Faktoren heutzutage identifiziert. Die, wie gesagt, vertikale soziale Zuordnung von Musikstilen verliert zunehmend an Bedeutung. Das reflektiert allerdings, würde ich das deuten, auch entsprechende Veränderungen in der Musikwelt selbst. Denn
die meisten angloamerikanischen Popstile sind zwar in ihrer Entstehung ziemlich deutlich sozial, auch ethnisch konnotiert, da gibt es eben die schwarzen und die weißen Musikstile. Allerdings, sofern die dann populär wurden und auch in Europa rezipiert, haben sie diese Zuordnung zunehmend verloren. Und es gibt jetzt auch weiße Rapper, die nie einen Fuß in die Bronx gesetzt haben beispielsweise. Und entsprechend auch die Hörer. Einen weiteren Faktor für diese Auflösung der sozialen Zugehörigkeit der Stile mag auch die zunehmende Digitalisierung von Musik sein. Wir lernen also Musik quasi frei von einem sozialen Kontext durch das Internet kennen. Jetzt ist die Frage, werden soziale Faktoren für den Musikgeschmack damit wenigstens mittelfristig bedeutungslos? Ich glaube nicht. Aber so, wie sich die Gesellschaft umstrukturiert, wie Klassenaspekte weniger wichtig werden, dafür aber selbstbestimmte Lebensstile an Bedeutung zunehmen, ändern sich dann wahrscheinlich auch die Landschaften des Musikgeschmacks. Denn die spezifische Adressierung einer sich auch in der Kleidung, in Einstellungen, Verhaltensweisen und anderen Codes repräsentierenden Gruppe ist eine Verwendungsweise von Musik, wie sie besonders eben in den zahllosen Popstilen und vor allem auch Substilen durchdekliniert wurde und immer noch wird. Oft genug stellt eine bestimmte Musikform sogar das Gravitationszentrum einer Jugend- oder Subkultur dar und nicht nur irgendeines ihrer Erkennungsmerkmale. Einen ersten Einblick in diese Vermutung bietet wiederum meine schon erwähnte Umfrage zum Musikgeschmack in Deutschland. Ich habe hier für die soziale Einordnung meiner Teilnehmer nicht nur die typischen soziodemografischen Merkmale, Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Einkommen genommen, sondern die vom Sinus-Institut in Berlin entwickelten Sinusmilieus, von denen haben Sie vielleicht schon mal gehört oder diese sogenannte Kartoffelgrafik gesehen. Die haben hier, die Y-Achse ist dann schon sowas wie der soziale Status, also klassisch Unter-, Mittel-, Oberschicht. Die X-Achse sind jetzt Einstellungen, Werte, alle möglichen inneren Dinge, die ein bisschen hier nach Tradition und Bewahren und hier in Richtung Offenheit für alles Neue gehen. Und in dieser Koordinatenachse gibt es dann eben auf ein und derselben sozialen Schicht immer mindestens drei oder sogar mehrere solche Lebensstile oder Milieus, die sich in ihren Einstellungen und Lebensweisen ziemlich deutlich unterscheiden und die Namen sollen das ein bisschen andeuten. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese Zuordnung zu diesen 10 Milieus gehabt und dann mal geschaut, was sind die 4 beliebtesten Musikstile jedes dieser Milieus. Ich hatte schon gesagt, alle Deutschen mögen am liebsten Pop, Rock und Schlager. Milieus sehen Sie jetzt nicht mehr so richtig gut. Und tatsächlich für alle 10 war bis auf 2 Ausnahmen Pop und Rock immer unter den Top 4. Schlager allerdings ist hier auf diese Hälfte unten rechts beschränkt. Unsere Klassik finden wir schon oben, aber interessanterweise nicht in diesem Milieu, jedenfalls nicht unter den Top 4. Da gibt es dann Blues und Soul plötzlich, die sich so hier bewegen. Ganz interessant finde ich dieses Milieu, die adaptiv-pragmatischen. Bei denen steht an erster Stelle sogar Metal. Bei keinem anderen Milieu kommt das unter den Top 4 vor. Also wir haben jetzt ein Metal-Milieu in Deutschland. Wer hätte das gedacht? Also man merkt, hier gibt es interessante Unterschiede und es lohnt sich, sich das genauer anzugucken. So, jetzt können wir wieder aufdimmen das Licht. Ich komme zu meiner nächsten These über den typischen Brahms-Hörer, die da lautet, der Brahms-Hörer spiegelt wichtige Aspekte seiner Identität und Persönlichkeit in der Musik von Brahms. Wir haben nämlich mit unseren letzten Überlegungen ja jetzt schon diesen Bereich gestreift, den man auch bezeichnen kann als Selbstsozialisierung bzw. Individuation. Da die hier ablaufenden entsprechenden Prozesse zu großen Teilen einer entwicklungspsychologischen Notwendigkeit folgen, werden sich jetzt von nun an soziologische mit psychologischen Ansätzen zu verschränken beginnen. Die, jedenfalls in unseren westlichen Gesellschaften, ist die typische Zeit, in der sowas wie Individuation und Selbstsozialisation losgeht, die Pubertät. Das bleibt hier noch. Die dann auch eine besonders intensive Zeit des Musikhörens und Musikentdeckens ist. Und diese Zeit dauert so durchschnittlich bis Mitte 20 an.
Jugendliche explorieren hier die Welt der Musik jetzt aktiv und selbstständig, zunehmend auch in Abgrenzung zum Elternhaus, dafür in umso engerer Interaktion mit Freunden und Peergroups. Musikalische Stile und die mit ihnen verbundenen Einstellungen und Verhaltensweisen dienen ihnen dabei nicht zuletzt dazu, verschiedene Identitäten quasi auszuprobieren. Außerdem ermöglicht es gerade die typische Jugendmusik, den eigenen Körper zu erfahren, Emotionsspektren auch mal bis ins Extrem auszuschreiten, sich abzureagieren oder das in dieser Zeit bekanntermaßen recht labile seelische Gleichgewicht zu kontrollieren. Vorlieben in dieser Zeit sind daher oft so intensiv wie kurzlebig. Haben wir dann aber eine Musik und damit auch eine Identität gefunden, die zu uns passt, bleiben wir ihr im Wesentlichen ein Leben lang treu. Verfügen jetzt also tatsächlich über sowas wie einen Geschmack. Wie eng jetzt diese Assoziation von musikalischen Vorlieben mit Identitäten und Einstellungen in diesen prägenden Jahren ist, zeigt sich an typischen psychologischen Forschungsfeldern. Es gibt eine reiche Literatur zum Zusammenhang von bestimmten Musikstilen, vor allem Metal und Rap, mit aggressivem Verhalten, Neigung zu Straffälligkeit oder auch einer geringen Meinung über Frauen. Und von anderen Stilen, das ist das, was so heute in der Jugendkultur als Emo-Musik, Emo von Emotion gilt, also von solchen Stilen mit Suizidalitätsneigungen. Da Klassikfreunde jetzt unter Jugendlichen keine besonders große Gruppe ausmachen, kann ich Ihnen da nicht viel aus der Forschung berichten, was jetzt in Richtung unserer Brahms-Hörer geht. Die fallen nicht durch deviantes Verhalten auf, lediglich eine gewisse Tendenz zu konservativen Einstellungen und zum Vertrauen in Autoritäten hat man gefunden. Das passt ja ganz gut. Damit bin ich bei meiner nächsten These. Der Brahms-Hörer ist nämlich vielleicht eher eine Brahms-Hörerin, mittleren oder fortgeschrittenen Alters, weiß und mit einem christlichen Hintergrund. Das heißt, bei der Individuation spielen neben sozialen Faktoren auch biologische eine Rolle, die oftmals aber wiederum kulturell und sozial gefärbt werden. Das wissen wir ja alle, Geschlecht ist eben keine rein biologische Kategorie. Und für Alter und Geschlecht sind diese Zusammenhänge dann auch besonders gut untersucht. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation beispielsweise prägt den Musikgeschmack notwendig durch die während der Pubertät als Individuationsphase gerade aktuelle Musik. Deswegen sind dann auch die Rolling Stones oder Leonard Cohen-Fans nur unwesentlich jünger als ihre musikalischen Idole. Das Geschlecht wiederum wirkt in Form sozial bedingter Geschlechterrollen auf die Präferenzstruktur ein. Zwar ergibt die existierende Forschung hier kein ganz homogenes Bild, also so krass sind Geschlechterunterschiede in Bezug auf Musikgeschmack nicht, aber es gibt eine gewisse Tendenz, dass Mädchen und vor allem junge Frauen eher als weicher geltende Stile bevorzugen, während es bei Jungen und jungen Männern eher die harten, teilweise dann auch mit Machismo und eben Delinquenz verbundenen Musikrichtungen sind. In unserer Umfrage haben wir uns das natürlich auch angeguckt und beispielsweise die folgenden Unterschiede, aber auch nur diese gefunden. Männer mögen Metal und Rock mehr als Frauen und Frauen mögen Klassik, deswegen die Brahms-Hörerin, Pop, Rap, allerdings auch Schlager und Soul mehr als Männer. Das mit dem Rap fand ich jetzt durchaus überraschend. Ein weiterer irgendwie biologisch-sozialer Faktor, der in der empirischen Geschmacksforschung allerdings, soweit ich sehe, bislang noch kaum je thematisiert wurde, ist die sexuelle Orientierung. Denn die entsprechenden Sexualitäten haben mittlerweile ausgeprägte Milieus und Geschmackskulturen ausgebildet und eine eigene, oft auch musikalische Nachfrage entwickelt, die auch auf ein zunehmend größeres Angebot trifft. Barockoper ist so ein Fall und insgesamt sähe es im Moment vor, auf und hinter der Opernbühne ohne homosexuelle Männer ziemlich leer aus. In diesen Subkulturen selbst sowie in den kulturwissenschaftlichen Queer Studies wird darüber auch breit reflektiert. Und mit dem sogenannten Camp hat sich sogar ein spezifischer Stiltypus schwulen Geschmacks und Verhaltens entwickelt. Eine standardmäßig erhobene soziodemografische Variable in Geschmacksumfragen ist es allerdings noch nicht geworden. Ein gleiches gilt für ethnische und religiöse Zugehörigkeiten, die sicherlich auch eine Rolle spielen. Ich habe all das in meiner Umfrage drin, aber diese Dinge leider noch nicht ausgewertet. Wir kommen zu einer letzten These über unsere mittlerweile Brahms-Hörerin. Vielleicht führt sie ihre besondere Liebe zu Brahms ja auch auf ein bestimmtes prägendes Erlebnis zurück.
Damit kommen wir zurück zur Individualisierung des Geschmacks, vor allem im Jugendalter. Die musikalischen Explorationen und Streifzüge während dieser Jahre sind einigermaßen unsystematisch typischerweise und scheinen oft dem biografischen Zufall zu folgen, der uns mit bestimmten Menschen und deren musikalischen Vorlieben zusammenbringt. Wann genau wir aber auf eine bestimmte Musik anspringen, wie sich eine Resonanz zwischen Ich und Musik herstellt, das wissen wir immer noch nur in Ansätzen. In jedem Fall helfen hier jetzt Stilkategorien und soziale Prägungen nicht mehr weiter. Denn in der Erklärung, warum jemand ein Klassikhörer ist, ist der Grund dafür, dass er oder sie Brahms liebt und Bruckner hasst, nicht mit enthalten. Das muss irgendwie extra erklärt werden. Die Erfahrung lehrt jetzt, dass es neben den sozialisierenden Präge- und Gewöhnungsprozessen, die lange andauern, eben auch scheinbar ganz zufällige Erlebnisse gibt, in denen uns eine zuvor noch nie gehörte Musik mit ganz besonderer Bewucht trifft. Solch ein Erlebnis kann dann durchaus dazu führen, dass wir unseren Geschmack in Folge umstellen im Hinblick auf die Musik, die uns da so getroffen hat. Ich kann einen solchen mir ein bisschen peinlichen Fall von mir selbst berichten. Ich bin natürlich eine schöne bildungsbürgerliche Klassikhörerin, weise alles Schlagermäßige und Volksmusikalische aus dem alpinen Raum, Musikantenstadl und so weit von mir, versteht sich. Und habe aber 8 Jahre in Zürich gelebt. Allerdings erst beim Weggang aus Zürich haben mir meine Studenten eine CD mit neuer Schweizer Volksmusik geschenkt. Ich habe mich denn irgendwie verpflichtet gefühlt, die anzuhören und war baß erstaunt, wie gut mir das gefallen hat. Es lag jetzt daran, dass die relativ klassiknah war, die war komplex, die war polyphon, die war richtig gut gespielt. Aber ich musste dann doch meinem Vorurteil gegen Volksmusik ein bisschen Abbitte leisten und dann über einige Stufen über diese neue Volksmusik auch zu traditionellen gekommen und habe sogar mal angefangen, Zither zu spielen. Und solche Geschichten, von denen mir auch andere Menschen berichtet haben, finde ich spannend, weil sie die in der Statistik immer sogenannte unaufgeklärte Varianz vielleicht mit beleuchten können. Wir können eben nicht alles, was wir an Musikgeschmack von Menschen erheben, über die bislang genannten soziodemografischen Faktoren erklären. Man kommt so in guten Modellen auf knapp 2 Drittel erklärter Varianz. Aber da ist eben noch ein Drittel übrig, das mich auch interessiert. Und Schlüsselerlebnisse könnten so ein Weg in dieses unerklärte Drittel sein. Wir haben bei uns eine längere Studie durchgeführt, wo wir Menschen gebeten haben, uns, so sie ein musikalisches Schlüsselerlebnis hatten, uns im Grunde einen kleinen autobiografischen Text zu schreiben, in dem sie darüber berichten, was war das, wann war das, wie hat sich das angefühlt, welche Folgen hatten das für ihren Geschmack. Und es war wirklich ziemlich beeindruckend. Und es ist ganz klar, eine soziale Erklärung greift hier nicht mehr. Das muss jetzt irgendwas Tiefliegendes, Psychologisches sein. Was erklärt, wieso die richtig großen musikalischen Lieben, die es dann oft eben geworden sind, zustande kommen. Das waren die Schlüsselerlebnisse, die dann eben da auch nochmal den individuellen Geschmack vielleicht ein bisschen bereichern. Eine letzte Brahms-These habe ich noch. Unsere Brahms-Hörerin ist nämlich als Persönlichkeit, als Charakter neugierig und offen für neue Erfahrungen und Eindrücke, vielleicht aber auch leicht aus dem emotionalen Gleichgewicht zu bringen. Seit den 1990er Jahren werden in der Psychologie auch Persönlichkeitsmerkmale als Moderatoren der ganz persönlichen Facetten von Musikgeschmack diskutiert. Zentral sind hier die sogenannten Big Five, das sind 5 bipolare Persönlichkeitsdimensionen, auf die man im Grunde jeden Menschen abtragen kann. Unter diesen werden vor allem Neurotizismus, und das ist eben sowas wie emotionale Labilität, Extraversion und Offenheit für neue Erfahrungen als wenigstens teilweise relevant für musikalische Präferenzen und Verwendungsweisen von Musik gehandelt. In einer einschlägigen Studie an amerikanischen Studierenden wiederum aus dem Jahr 2003 erhoben Peter Renfrow und Samuel Gosling erst Stilvorlieben der Studenten und überprüften diese dann auf Zusammenhänge mit den Persönlichkeitsmerkmalen ihrer Teilnehmer. Und sie haben dabei 3 signifikante Zusammenhänge gefunden. Hier haben sie die Big Five. Das sind die 4 Gruppen von Musikstilpräferenzen, die sich ergeben haben, und die Pfeile zeigen Einflüsse.
Und da sehen Sie eben vor allem einen Einfluss von Neurotizismus auf Vorlieben beispielsweise für Klassik, aber auch der Offenheit für Neues. Während die Braven hier Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und so, die mögen dann lieber solche Musik. Man kann an dieser Studie gerade als Musikwissenschaftlerin manche konzeptionelle und methodische Kritik üben, aber natürlich hoffen wir Brahms-Liebhaber, dass wenigstens das hier für uns zutrifft, den Neurotizismus, den verdrängen wir jetzt mal. So, das war jetzt mein Kapitel zu den Einflussfaktoren darauf, wie Musikgeschmack zustande kommt, wenigstens bis ins junge Erwachsenenalter hinein, aber Schlüsselerlebnisse können sich immer ereignen. Ein letztes Kapitel will ich jetzt noch den Situationen und Funktionen, innerhalb derer wir Musik hören, widmen und damit wirklich dem Verhalten. Denn, wie gesagt, ob jetzt Personen, die Klassik im Allgemeinen und Brahms im Besonderen mögen, dann auch in jeder Situation immer Brahms hören, das ist noch eine ganz andere Frage. Und die hängt zusammen mit der jeweiligen Situation, in der sich die Person befindet, und mit der Funktion, die die Musik in dieser Situation erfüllen soll. Solche Funktionen können beispielsweise sein der Ausdruck oder das Ausleben der eigenen Gefühle, die Regulierung der eigenen Stimmung, das Vertreiben von Langeweile beim Wohnung putzen oder so, die geistige oder körperliche Stimulation und so weiter und so fort. In Bezug auf solche Funktionen, die man der Musik, die man hören will, überträgt, sind jetzt wiederum Geschlechts-, Alters- und Persönlichkeitsunterschiede gefunden worden. Aber die Ergebnisse ergeben noch kein ganz klares Bild. Aber auch Geschmacksunterschiede kommen hier zum Tragen. Insofern nicht jede Musikrichtung jede Funktion gleich gut erfüllen kann. Also zu einem Brahms-Streichquartett sich ein bisschen körperlich aufzuputschen im Fitnessstudio, das ist schwieriger als mit rhythmischer Musik. Einer meiner Mitarbeiter forscht zu diesem Zusammenhang, also darüber, wie Persönlichkeitsmerkmale und eben unter anderem der Geschmack und diese situativen Variablen zusammenwirken. Und er hat dabei gefunden, dass, wenn man jetzt vergleicht, die situativen Variablen und die Persönlichkeitsmerkmale, die situativen insgesamt weit stärker wirken als Persönlichkeitsmerkmale. Dass aber je nach der Funktion, die die Musik erfüllen soll, noch einmal unterschiedlich ist, wie hoch die Anteile sind. Um nur ein Beispiel zu nennen, für den Funktionskomplex geistige Anregung durch Musik konnten Unterschiede in Bezug auf die tatsächlich gehörte Musik zwischen den Personen, also damit auch die Geschmäcker, 47% der Varianz aufklären. Für den Funktionskomplex das eigene musikalische Wissen aktualisieren aber lediglich 21%. Die jeweils stärksten Faktoren auf der persönlichen Seite waren die Intensität der musikalischen Vorliebe, gar nicht so sehr der Musikgeschmack selbst, und auf der situativen das, was man beim Hören gerade macht, also die Beschäftigung, die die Musik irgendwie begleiten soll. Wenn man nicht um des Musikhörens willen Musik hört, das gibt es ja zum Glück auch noch. So, das waren sie dann auch schon, die wichtigsten Modelle zur Erklärung der Herausbildung und der Unterschiede des Musikgeschmacks, die allerdings in der existierenden Forschung so noch nicht gebührend zusammengeführt werden. Lassen Sie uns das kurz noch einmal rekapitulieren. Ich sehe neurowissenschaftliche und kognitionspsychologische Modelle als in der Lage, in erster Linie die dem Gefallen vorziehen, auswählen und habitualisieren zugrunde liegenden Prozesse und Mechanismen zu beschreiben. Soziologische Ansätze erlauben eine ziemlich weitgehende Erklärung bestimmter an Stile oder Substile gebundener Vorlieben im Rückgriff auf Herkunft und soziale Identität einer Person und in Verbindung mit etlichen weiteren soziodemografischen Variablen. Psychologische Modelle wiederum hätten die Möglichkeit, Musikgeschmack auf einer individuelleren Ebene erklären zu helfen, indem sie auf Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen und das psychophysische Gleichgewicht fokussieren. Dazu wäre es allerdings nötig, dass sie vielleicht deutlicher als bisher sich von der Operationalisierung des Geschmacks nur als Zustimmung oder Mögen von bestimmten sehr groben Stilkategorien verabschieden. Ich würde sagen, sie müssen innerhalb der Stile tiefer greifen, denn also Rock oder Klassik oder Pop ist so breit, dass ich damit Persönlichkeitsmerkmalen natürlich so nicht viel erklären kann. Aber vielleicht bei Teilbereichen wird es spannender.
Und spätestens hier müsste dann auch wieder das Gespräch mit Rezeptionshistorikern oder Musikwissenschaftlerinnen gesucht werden, um die für das Hören und die jeweiligen Diskurse relevanten musikalischen Eigenschaften und Kategorisierungsebenen zu bestimmen und jeweils historisch-kulturell zu perspektivieren. Sie merken damit, ich kann Ihnen leider heute Abend nicht ganz erschöpfend erklären, warum Sie mögen, was Sie mögen, warum Sie hören, was Sie hören. Denn Musikgeschmack ist das Kondensat einer ganzen Hörbiografie, die man so nie wird nachstellen können. Und insofern, aber das mag Sie vielleicht auch freuen und entlasten, ist nur zu Teilen aus Ihrer Herkunft, Ihrer Bildung, Ihrer beruflichen Stellung, Ihren bevorzugten Milieus und Ihrer Persönlichkeit vorhersagbar. Danke Ihnen für Ihre Geduld mit mir.